Hallo und herzlich willkommen zum POP, zum Pastor's Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind Iris und Bernd C. und wir glauben, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit und das nun schon zum 141. Mal auf diesem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, ihr freut euch auf die Umstellung der Uhr in wenigen Tagen und auf die Sommerzeit und die Sommerzeit, ja, beides zusammen. Und wir werden heute reden über darüber, wie man statt Wahnsinn Sinn und Ziel erreicht. Ihr habt ja die Rechenformel gesehen. 2 mal 5 oder 5 und 5 gleich Sieg. Wir sprechen darüber, wie ich praktisch von Gott nicht nur beschützt, bewahrt und wiederhergestellt werde, sondern immer mehr Gutes in meinem Leben erfahren kann. Und mal ehrlich, wer von uns hätte nicht gern mehr Gutes in seinem Leben? Neugierig geworden? Dann bleib bis zum Ende dran und schau, was Gott vorbereitet hat, vielleicht gerade für dein Leben und für deine jetzige Situation. Ich glaube nämlich, dass es was ganz Frisches ist, was Gott hier austeilt, auf sehr unterschiedliche Weise. Wir haben ein Zitat des Monats. Ein richtig, richtig cooles Zitat. Hat mich gefreut, als ich das gelesen habe und es rausgesucht hast. Das ist von Corrie ten Boom, einer großartigen Frau Gottes, die während des Zweiten Weltkriegs in Holland mit ihrer Familie Juden versteckt hat vor den Nazis und selbst im KZ gelandet ist. Und es gibt Bücher von ihr, Film und viel mehr. Sie hat gesagt, Sorge ist ein Kreis von wirkungslosen Gedanken, die sich um ein Zentrum der Furcht herumdrehen. Ich wiederhole es, weil es einfach so gut ist. Sorge ist ein Kreis von wirkungslosen Gedanken, die sich um ein Zentrum der Furcht herumdrehen. Betonung auf wirkungslos. Sorgen verändern nämlich überhaupt nichts. Sie verändern nur, dass mein Herz immer trauriger wird und schwerer wird. Das stimmt. Deswegen gehen wir heute genau in die andere Richtung. Wir schauen uns jemanden an, den König David, der eben nicht immer nur König war, sondern er war am Anfang einfach ein Hirte und zwar der jüngste seiner Brüder und er war auf dem Hirtenfeld, hat dort seinen Job gemacht, hat eine Menge Herausforderungen da schon erlebt, hat immerhin Bären und Löwen getötet, um seine Herde zu schützen. Dieser Jüngling, ja, wird ja beschrieben als rothaariger, junger, hübscher Kerle. Und sein Leben wurde danach nicht unbedingt leichter. Wir erinnern uns daran, die Philister, dieser Erzfeind Israels, stand da gegenüber in der Schlachtreihe. Da war Goliath dabei. Jeder kennt die Geschichte vom Riesen Goliath, hier so ein 3-Meter-Koloss, der dann dem Jungen gegenüber stand und er sagt, hey, du verhöhnst meinen Gott, das geht gar nicht. Dafür wirst du sterben und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Ja, ein Stein hat das Ganze besiegelt und hat den Kopf buchstäblich verloren, dieser Riese, durch sein eigenes Schwert, in dem David das gebraucht hat. Dann ging es ja erstmal scheinbar bergauf. Er war Hofmusikant bei seinem dann baldigen Schwiegervater Saul, dem damaligen König, dem ersten König Israels. Der hat ihm seine Tochter dann auch gegeben als Ehefrau. Dann wurde er ein Heerführer, der wirklich viele Kämpfe geschlagen hat und er war nachher wesentlich berühmter als Saul, der schon als guter Krieger galt. Und dann kam Neid und Hass und Missgunst und Saul versuchte diesen jungen Mann umzubringen, der sein Hofmusikant war in dieser Zeit. Er spielte seine Leier und Saul warf den Speer und verfehlte ihn zweimal. Dann verfolgte er ihn. Er war echt in einer schwierigen Situation, alleine, weg von seiner Familie, konnte nirgendwo mehr hin. Und wo ging er hin? Er ging zu seinen Erzfeinden, zu denen, dessen Goliath er erschlagen hat, zu den Philistern in eine Stadt. Und als der König dort gesagt bekam, ey, übrigens, da ist gerade einer am Tor, das ist der schon Tausende von uns getötet hat, der Heerführer von Israel, der David. Und wir warten mal kurz, bis die Müllabfuhr ihren Job gemacht hat, direkt vor der Tür. Ich weiß nicht, ob man es hier hört, vielleicht auch nicht. Wir hören es hier sehr laut. Ja, auf jeden Fall, er hatte ein Problem, dahin zu fliehen. Und er wusste, ey, wenn der König jetzt weiß, wer ich bin, also inkognito war einfach nicht mehr, dann verliere ich auch meinen Kopf, ganz klar. Was machte er? Er stellte sich wahnsinnig. Der sabberte sich in den Bart, schmierte irgendwelche Dinge, ritzte irgendwelche Dinge an das Tor der Stadt und brabbelte irgendwelchen Blödsinn. So dass, als er dann von dem König gebracht wurde, von dem König der Philister, der sagte, was will ich mit dem Idioten? Werf den raus. Und so floh er dann. Später schlossen sich dann noch ein paar hundert fragwürdige Gesellen ihm an, lauter Gesetzlose und Ausgestoßene und Loser, würde man heute sagen. Und da hat er so eine kleine Armee aufgebaut. Wie auch immer, von dieser Zeit, genau von dieser Zeit, wo er eben
sich wahnsinnig stellte, um diesem König Abimelech oder woanders wird er anders genannt, Achis, um dem zu entkommen, erfasse diese Erfahrung zusammen, die er in dieser Zeit gemacht hat, und zwar im Psalm 34. Den habe ich tatsächlich gestern gelesen und das hat mich so angesprochen. Ich dachte, daraus muss ich einen Pop machen. Das ist so ein kostbares Teil. Und dann kam ich auch auf diese Rechenaufgabe, 2 mal 5 gleich Sieg. Und das ist, was wir brauchen. Ja, ich will immer 10 sagen, aber Sieg ist das, worum es geht. Und Iris, lies uns doch mal die Verse 5 bis 15 vor. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Aus wie vielen? Allen. Die auf ihn blicken, werden strahlen, und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Das steht doch in 1. Petrus 3. Das ist zitiert letztendlich. Oh, das habe ich nicht gewusst. Ja. Das wäre cool. Das, wenn sie was nicht weiß in der Bibel, dann ist das echt eine Party wert. Also gerade denke ich, hä? Lass uns doch die ersten fünf mal anschauen. Das sind die Verse 5 bis 11. Ich wiederhole die nochmal, weil das muss rein. Hör genau hin. So gut. Als ich den Herrn suchte, schreibt dieser David, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Aus wie vielen? Allen. Die auf ihn blicken. Wo blickst du so hin? Immer den ganzen Tag über so Nachrichten, Sorgen, Ängste. Und auf ihn. Amen. Die auf ihn blicken, werden strahlen. Und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, er sprach ja von sich, der Elende, der sich wahnsinnig stellte, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Wie viel? Allen. Allen. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Wie viel? Keinen. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. So, 5 Tätigkeiten, die wir hier sehen. Tatsächlich Tätigkeitsworte, die uns vorgestellt werden. Lass uns die doch kurz mal anschauen. Willst du mit dem ersten anfangen? Mhm. Erstes, den Herrn suchen. Suchen. Was heißt das? Dazu mir ganz bewusst Zeit nehmen, einen Ort finden, wo ich alleine bin, und gute Rituale installieren oder ausführen. Ich schaue in sein Wort, ich lese die Bibel, ich spreche mit Gott, wir nennen das Gebet, ich besuche einen Gottesdienst oder ja, ein Seminar über das Thema Glaube oder was auch immer. Ich nehme mir Zeit, mich auf Gott zu fokussieren, ganz bewusst. Genau, und das ist auch das zweite Wort, das spielt hier sozusagen gerade mit rein. Du hast jetzt über den Herrn suchen gesprochen, ich rede über auf ihn blicken, wo ich ihm sagte, worauf blickst du gerade? Das ist einer der entscheidenden Punkte, weil da, wo du hinschaust, da gehst du auch hin. Mhm. Das, was du siehst, das erlebst du auch. Das, was du erwartest, das erfüllt sich in der Regel. Deswegen ist es sehr entscheidend, auf was blicke ich? Nach oben oder nach unten? Die Wahl ist immer da. Halb leer, halb voll, das Glas, ihr wisst das, was ich meine. Das meint also, woanders hinzublicken als alle anderen. Wir haben ja eine Zeit gerade jetzt, Zeitenwende, sagt unser Kanzler, und ich meine, es sind sogar mehrere Zeitenwenden, die sich da gerade irgendwie die Hand geben. Gruselige Situation, so für meine Generation, die das immer nur anders kannte. Aber ich sag dir was, du kannst darauf blicken und verzweifeln oder dich völlig hilflos und hoffnungslos und verraten fühlen, oder du schaust auf den Herrn und lässt dir neue Kraft geben.
Kraft, auch Dinge zu verändern. Es gibt ja wieder Wahlen, ja, man kann ja Dinge tun. Aber erstmal nicht panisch werden, nicht die Sorgen dich auffressen lassen oder Ängste oder ja, vielleicht auch alte Erfahrungen, die du hattest, die du jetzt wiederkommen siehst und so weiter. Nein, blicke dahin, woher die Hilfe kommen kann. Und glaub mir, das ist nicht das Europaparlament in Brüssel. Deine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist der Einzige, der hier in dieser Zeit und der unserer Seele auch in unserem Herz helfen kann. Ja, das stimmt. Das heißt auch, mich nicht ablenken zu lassen, weil Ablenken ist so der große Killer. Und wir haben eine Zeit, das ist ja auch schön auf der anderen Seite, aber auch gefährlich, wo wir mehr Ablenkungsmöglichkeiten haben. Und zwar in unserem Haus. Du brauchst nicht mal das Haus verlassen. Mhm. Durch Internet, durch Dinge wie Netflix, Spotify und so weiter. Du hast tausende Gelegenheiten, dich jeden Tag die 24 Stunden mal 10 ausfüllen zu lassen, die du hast, mit so vielen Sachen, die auch interessant sein können und sogar gut sein können. Ist ja nicht alles schlecht. Aber achte darauf, wie ich sagte, gute Rituale, dass deine Zeit mit Gott nicht zu kurz kommt. Im Gegenteil, das ist vielleicht die Zeit, wo man sich verlängern sollte. Ein bisschen weniger Fernsehen, weniger Radio, weniger Magazine, Zeitschriften und mehr Bibel, mehr Predigten, hören gute Predigten. Guck auf unsere Webseite, du findest hunderte in unserem Podcast und auch auf unserer YouTube-Seite, wo du dich aufbauen lassen kannst, wo du danach stärker raus hervorgehst und ein Lächeln hast, weil du dann lernst, wie du über den Umständen lebst, anstatt unten drunter. Die meisten Menschen leben unter den Umständen und hoffen, gut unter den Umständen zu leben. Ich hoffe, gut über den Umständen zu leben. Das ist viel besser. Amen. Das dritte der ersten fünf ist Rufen. Was ist Rufen? Rufen ist aktiv. Wenn ich jemanden rufe, dann muss ich den kennen. Also im Normalfall. Ja. Und es geht darum, ich muss zugeben, dass ich es alleine nicht schaffe. Rufen ist Initiative ergreifen, rufen ist mir jemand anderen dazu holen, mir Hilfe suchen und ja, ist ein ganz großer aktiver Schritt auf Gott zu. Das stimmt. Ja, wenn wir also gesucht haben und haben gefunden und blicken dann auf das, was wir gesucht haben, nämlich auf Gott, und wir rufen dann zu ihm, das ist der dritte Schritt, ne? Suchen, suchen, blicken und bitten oder rufen zu ihm. Danach sollten wir ihn fürchten. Keine Angst, es hat nichts mit Angst zu tun. Ich fürchte Gott nicht, weil ich Angst habe, dass er mir irgendwann eine reinhaut oder so oder mich in die Hölle schickt oder sowas. Das ist gar nicht der Punkt. Ich fürchte ihn, weil er der ist, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist das Wesen, die Entität, nennst wie du willst, die das ganze Universum in einer Hand hält. Sorry, aber fürchten heißt Ehrfurcht, nicht Angst. In dieser Weise, es geht um Ehrfurcht. Respekt. Es geht um Respekt, es geht um sein Gott, du bist der Herr über alles. Du machst einen Schnipp und die Erde ist da. Du sprichst ein Wort und das Leben ist da. Und du schaffst Sonne und Mond und tausend andere Galaxien. Das ist der Gott, dem wir dienen. Und ich denke, wir sollten ihn nicht zu unserem billigen Kumpel machen oder sowas. Es gibt ja manchmal auch die Tendenz bei Christen. Oh, mein Buddy Jesus und so. Ey, sorry, der hat sein Leben für mich gegeben. Das ist nicht mein Buddy. Das ist das Beste, was mir je passiert ist. Das ist der Mann, die Person, die mehr Ehre verdient, mehr Dankbarkeit, mein Leben lang, als irgendjemand sonst. Und das meine ich mit ihm zu fürchten, ihm so zu begegnen, wie er es verdient. Ja, das ist sehr wichtig. Es schrieb mal der Oswald Chambers, das Erstaunliche an der Furcht vor Gott ist, dass man, wenn man Gott fürchtet, niemand und nichts anderes mehr fürchtet. Das ist gut. Denk mal darüber nach. Ja. Seit ich Gott fürchte, fürchte ich keinen Menschen mehr. Mir kann kein Mensch mehr was tun. Spätestens wenn das Leben hier vorbei ist, ist alles gewonnen. Ich habe nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen. Wenn man dagegen Gott nicht fürchtet, schreibt Oswald Chambers, fürchtet man alles andere. Ich wiederhole das Zitat nochmal zusammen. Das Erstaunliche an der Furcht vor Gott ist, dass man, wenn man Gott fürchtet, niemand und nichts anderes mehr fürchtet. Wenn man dagegen Gott nicht fürchtet, fürchtet man alles andere. So, zwei Schubladen, wo passt du rein? Fürchtest du Gott oder fürchtest du alles andere? Glaub mir, wenn du Gott nicht fürchtest, du hast ständig Grund, dich zu fürchten. Weil das ist einfach eine Zeit und ein Leben, wo wir sind, wo man tausend Gründe hätte, sich zu fürchten. Aber wenn du Gott fürchtest, weißt du, ey, der haut mich da raus. Egal was ist. Wir leben es seit 35 Jahren. Meine erste Entscheidung für Jesus ist von einer Woche, war die 35 Jahre her. Und diese 35 Jahre war voll mit Erfahrungen dieser Art, wo Gott mich aus Dingen rausgehauen hat, dich aus Dingen rausgehauen hat, uns zusammen.
wo wir eigentlich aus eigener Kraft niemals mehr rausgekommen wären. Wir wären schon mehrfach tot, wir könnten Geschichten erzählen darüber. Und wir wissen, er haut uns raus, solange wir ihn fürchten und ihm Ehre geben. Mit unserem ganzen Leben und unseren Handlungen, unseren Worten und allem anderen. Ja, und der fünfte Punkt, wenn wir ihn suchen, auf ihn blicken, ihm rufen und ihn fürchten, weil wir ihn kennengelernt haben, dann kommt der Punkt, wo wir ihm trauen. Das ist der fünfte, sag mal Adjektiv dazu, Tätigkeitswort. Verb. Wir trauen Gott. Trauen heißt Vertrauen. Vertrauen heißt Glauben. Mhm. Im Griechischen ist es tatsächlich mit Pistis dasselbe Wort, was für Vertrauen, und für Glauben verwendet wird im Neuen Testament. So, das ist es, worum es geht. Wir bauen etwas auf, dadurch, dass wir ihn kennen, dass wir mit ihm umgehen, dass wir Rituale haben, mit Bibel lesen, mit ihm zu sprechen, beten und so weiter, sodass wir dann einen immer stärkeren Glauben haben. Denn die Quelle von jedem biblischen Glauben ist immer das Wort Gottes, das Hören des Wortes, sagt die Bibel, ist das, was mein Glauben aufbaut und stärker macht. Und der Druck kommt ja immer das raus, was tatsächlich in mir ist. Ja, drückt mich genug und das Leben Druck auf mich ausübt, dann kommt der echte Bernd raus. Und dann sehe ich, was ist echt an meinem Glauben und wo muss ich noch wachsen. Und wir alle haben bestimmt Situationen, wo wir merken, ups, das, was ich gerade gesagt habe, das wollte ich eigentlich gar nicht. Oder was ich gerade getan habe, das stehe ich überhaupt nicht hinter. Weil Druck da war, hast du Dinge getan, für die du dich hinterher vielleicht ärgerst oder schämst. Aber gleichzeitig hast du einen Indikator, wo du merkst, hier kannst du wachsen, hier darfst du dich entwickeln. Gott hasst dich nicht dafür. Gott liebt es, wenn du die Chance erkennst und sagst, okay, das will ich nicht sein, das bin ich nicht. Ich will hier wachsen, ich will mein Vertrauen in diesem Bereich mehr aufbauen auf Gott. Damit, wenn Druck kommt, und Druck kommt, wir alle leben in Zeiten, wo wir Druck ausgesetzt werden, zunehmend. Und dann solltest du wirklich im Herrn ruhen können und über den Umständen leben, wie ich das eben gesagt habe. Ja. Diese fünf Tätigkeiten tun Menschen mit einer bestimmten Haltung. Und das Ergebnis davon, das ist mega beeindruckend. Willst du uns das nochmal vorlesen, aus dieser Perspektive heraus? Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Okay, wir haben die ersten fünf angeschaut, die ersten fünf Tätigkeiten, das, was wir tun können und sollten. Und jetzt schauen wir uns die fünf Ergebnisse davon kurz an. Mhm. Was ist das erste Ergebnis? Das erste Ergebnis ist, Gott antwortet und rettet dich aus allen deinen Ängsten. Also suchen hat ein Ergebnis. Wenn ich Gott suche, er antwortet. Er liebt es, wenn du ihn suchst. Er hat eine Verheißung, ein Versprechen gegeben für jeden, der ihn sucht. Wenn du ihn suchst von ganzem Herzen, er lässt sich finden. Er spielt kein Versteck mit dir. Das zweite, was wir hier sehen, ist, dass wenn wir auf ihn blicken, dass wir strahlen und niemand wird dich beschämen, steht da. Ich meine, David war da brabbelnd mit Spucke im Bart und das sah schon nicht besonders strahlend aus, glaube ich, in dem Moment. Nein. Aber er hat offensichtlich eine Erfahrung gemacht, dass trotzdem er danach als Sieger hervorging. Er bekam sein Heer. Wir wissen, das Endergebnis war ja ein Happy End. Er wurde König und zwar der Beste, den Israel je hatte. Alles war gut. Gott hat ihn aus allem Scham rausgeholt, er hat ihn befreit, er hat ihn Ehre gegeben, hat ihn eingesetzt, dass alle auf ihn schauen mussten und sagen, wow, das ist ein Mann, mit dem Gott ist. Gott nennt ihn sogar Freund. Ich meine, wow, kannst du dir vorstellen, dass Gott dich und mich Freund nennen möchte? Das ist das Ergebnis, wenn wir auf ihn blicken, dann strahlen wir, weil wir spiegeln seinen Glanz wieder, seine Herrlichkeit lagert sich mehr und mehr auf uns. Und Menschen sehen das, Menschen kriegen mit, dass du anders bist. Nicht, weil du das produzieren musst, sondern weil du einfach durch ihn verändert wurdest, von innen heraus. Ja. Genau. Das dritte Ergebnis ist dann, Gott rettet dich aus allen deinen Nöten. Wie cool ist das denn? Egal in welchem Lebensbereich, Gott
gibt dir eine Lösung für deine Finanzehe, Stressprobleme auf der Arbeit, was auch immer. Aus allen deinen Nöten rettet er dich. Aus allen. Das meinst du ernst? Ja, steht doch da. Oh. The word says it, I believe it, that settles it, sagt Kenneth Copeland. Und wisst ihr, wie er das macht? Das sehen wir in der vierten Erklärung, in dem, wo es darum geht, auf ihn zu trauen. Da steht, er sendet den Engel des Herrn. Mhm. Der Engel des Herrn, ich habe das mal studiert, wirklich im ganzen Alten Testament, wo das immer wieder vorkam. Der Engel des Herrn war ein Engel, der in göttlicher Autorität sprach. Also nicht Gottes Bote, der irgendwelche Dinge brachte, sondern er sprach als Gott. Und viele Bibelübersetzer und Kommentatoren, die ich gelesen habe, sind sich einig, dass immer wenn der Engel, nicht ein Engel, sondern der Engel des Herrn dort steht, dass Jesus Christus gemeint ist vor seiner Auferstehung, vor seiner Menschwerdung. Mhm. Bevor er also später auf die Erde kam, als Baby geboren wurde, war er im Alten Testament überall zu sehen. Er war dabei. Mhm. Er ist der Teil der Gottheit, der auf der Erde sehr aktiv war. Und eben auch hier schreibt David, dass sozusagen Jesus um ihn rum war. Und ich sage immer, wenn Jesus kommt oder wenn der Engel des Herrn im Alten Testament vorkommt, dann siehst du immer, Gott sendet seinen besten Mann. Seinen besten. Das ist nicht irgendein Engel. Es gibt schon cool, jeder Engel ist mega, weißt du, aber dieser eine Engel ist die Spitze von aller Autorität und Kraft, die Gott hier in dieser Erde verteilt. Und natürlich außer sich selbst. Und überleg mal, er sendet Jesus, um dich zu schützen. Das ist der Grund, warum du aus allen Nöten befreit wirst. Ja. Nicht, weil irgendjemand dir gerade hilft oder vielleicht du einen guten Pastor hast oder eine gute Ehepartner hast, sondern weil der Engel des Herrn da ist und der schützt dich. Und heute haben wir Jesus als den auferstandenen König und Gott in unserem Herzen, durch den Heiligen Geist, wirksam, die ganze Zeit hier bei uns. Und das ist der Grund. Gott hat seinen besten Mann gegeben, damit du und ich ein Leben führen können, was den Namen auch verdient. Ja. Und nicht nur Existenz. So gut. Ja, und fünftes Resultat ist genauso fantastisch. Da steht, du hast keinen Mangel mehr und musst nichts Gutes entbehren. Nichts. Super. Wow, da kann man sich schon was vorstellen. Ja, ich kann mir viel Gutes vorstellen, was ich noch nicht habe. Und wo ich merke, Gott bereitet Dinge vor. Gott liebt mich so sehr. Wie, genau wie dich auch. Und er will uns gute Dinge geben. Und er will, dass wir unseren Glauben aufbauen, um im Glauben die Dinge auch zu nehmen, die er uns hinstellt. Weil das ist tatsächlich unser Part bei der ganzen Geschichte. Mhm. Glauben, Vertrauen aufzubauen. Und das geht nur durch das Wort Gottes. Da geht kein Weg dran vorbei. So, das war erst die erste Hälfte an der Gleichung, an deren Ende ja Sieg steht. Die zweite Hälfte steht in den Versen 12 bis 15. Und da heißt es, Okay. Ja, die liest so schön, oder? Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Wow. Wisst ihr, es gibt eine Wahrheit, die gilt in jedem Lebensbereich. Je leichter du dich führen lässt, desto weiter wirst du kommen. Der NBA-Star Michael Jordan, ihr habt schon von ihm gehört, da gibt es Schuhe, die haben diesen Namen sehr begehrt. Er wurde einmal gefragt, was er für seine beste Fähigkeit hält. Er sagte nicht, sein Können, den Ball von der Freiwurflinie in den Korb zu werfen, was ja genial ist, oder seine Fähigkeit, Punkte zu erzielen. Nein, seine Antwort lautete, ich war trainierbar. Ich war ein Schwamm und bestrebt zu lernen. Mhm. Eine, wie ich meine, eine Eigenschaft, eine Persönlichkeitsstärke, eine Charakterstärke, die selten zu finden sind. Mhm. Leute wollen immer alles Mögliche können und tun und sein, aber zu lernen erfordert Demut. Mhm. Und das Zugeständnis, ja, ich muss lernen, ich bin nicht perfekt, ich habe eine Menge zu lernen. Wir wissen das heute mehr als noch vor 30 Jahren, dass wir noch eine Menge zu lernen haben. Früher dachten wir, wir wüssten schon so viel. Ja, das Alter kann ja gute Dinge mit sich bringen, wenn man eben reift und nicht einfach nur alt wird. Damit stellte uns hier, wie es ein guter Vater tun würde in diesen Versen, die wir eben gelesen haben, eine Frage und verspricht uns direkt im Anschluss, uns die Antwort zu lehren. Er macht direkt klar, dass die Antwort auf diese Frage die Furcht des Herrn ist.
Die Frage, wer ist der Mann? Oder auch natürlich die Frau. Um Gottes Willen, ihr Frauen seid voll dabei. Wer ist die Person, würden wir heute sagen, die Leben begehrt, sich Tage wünscht, an denen er oder sie Gutes schaut? Ich meine, da habe ich noch niemanden getroffen, der sagt, nö, brauche ich nicht. Fratze, was soll ich damit? Gutes, also, bah. Nee, jeder braucht's. Und jeder braucht's immer und immer wieder. So, darum ist die Frage so entscheidend. Mhm. Die Antwort, die du gibst auf die Frage von Vers 13, wer ist denn die Person, die Leben begehrt? Wenn es dir geht wie mir, dann sind die folgenden Tipps von unschätzbarem Wert für dich. Sie lehren uns, wie wir ein Leben in der Gottesfurcht leben können. Also wir haben ja vorhin schon mal über die Furcht des Herrn gesprochen, aber das Wie ist nicht immer ganz so klar und das ist sehr entscheidend. Iris, was ist der erste Punkt? Wie kann ich Gott fürchten? Der erste Punkt ist, behüte deine Zunge vor Bösem. Wir haben Macht über unsere Worte und auch über unsere Gedanken. Und häufig fängt es damit an, dass wir nicht aussprechen, was wir zum Beispiel Negatives denken. Weil das, was ich ausspreche, das bevollmächtige ich, das unterstütze ich, das kaufe ich erst recht ein. Und negative Gedanken kann ich ändern durch positive Worte. Also wir können ganz proaktiv bestimmen, was wir sagen. Wir können uns Dinge abgewöhnen. Wir können lernen, Gutes auszusprechen. Wichtig ist, das steht ganz hinten im Buch der Sprüche im 28. Kapitel irgendwo, folge nicht, nein, nicht deinem Herzen. Kauf dir nicht die Tasse, wo das draufsteht. Und tu, was die Bibel sagt. Denn unsere Gefühle leiten uns so oft in die Irre. Und wenn du dich fragst, was ist böse, so diese Definition, es ist das Gegenteil von Liebe. Es ist, ich spreche immer dann Böses aus, wenn ich aus der Liebe falle oder ich denke es. Und wenn es ganz arg kommt, fliegt es durch meinen Mund so. Hüte dich davor, hüte deine Zunge, Böses auszusprechen. Und das Zweite ist, weiche vom Bösen. Das bist vielleicht schon hier und da in Situationen, wo du weißt, da tust du Dinge, die sind böse. Böse kann man auch definieren mit falsch oder nicht richtig. Ja, die Bibel betont ja, dass wir das Gute, das Richtige tun sollen, damit wir im Leben auch Gutes bekommen, Saat und Ernte. Und wenn wir das Falsche tun, wenn wir in Gewohnheitsmustern drinstecken, die schädlich für uns sind, dann warnt uns Gott davor. Nicht, weil er uns Dinge wegnehmen will, sondern weil er uns Dinge geben will. Und wenn ich im Negativen bleibe, wenn ich, was weiß ich, die Steuer betrüge oder Schwarzarbeit mache oder mit jemandem schlafe, mit dem ich nicht verheiratet bin und so weiter. Das sind alles Dinge, mit denen ich mich verletze und mich abschneide von dem, was Gott für mich alles bereithält, wenn ich in seinen Geboten bleibe. Denn dann bin ich safe und dann bin ich auch versorgt. Du sollst also nicht nur nichts Böses sprechen, sondern dem Bösen auch aus dem Weg gehen. Und das heißt manchmal tatsächlich auch Leuten aus dem Wege gehen oder Gemeinschaft mit Menschen meiden, wo du weißt, die tun dir nicht gut. Die ziehen dich nach unten, die verführen dich zu Dingen, die du eigentlich nicht willst, wo du weißt, die will Gott nicht, die ist nicht gut für dich. Auch Medien zu vermeiden, die vielleicht von anderen als harmlos dargestellt werden, Pornografie zum Beispiel, das sind Gifte, die du dir reinziehst, die deine Person verletzen, die deine Ehe verletzen, die dich unfähig machen, gewisse Dinge von Gott zu erhalten, die er dir so gerne geben möchte. Wie zum Beispiel Reinheit und echte, erfüllte Sexualität und nicht immer nur, ich muss mehr von irgendwas haben, damit du noch was fühlst. Sei stets ehrlich, halte dein Wort und auch wenn es dir Nachteile bringt, auch das gehört dazu, eine Person der Integrität zu sein, die das, was sie sagt, auch meint und auch ihr Wort hält, wie gesagt, selbst wenn es etwas kostet. Nummer 3 ist dann, tue Gutes. Also eben haben wir gesprochen, was wir vermeiden. Jetzt geht es darum, was wir denn in Angriff nehmen. Gutes tun bedeutet das Richtige tun. Die Dinge tun, die Gott gut findet, die das Wort Gottes uns sagt, dass wir sie tun sollen. Die Bibel sagt dir, was richtig und was falsch ist. Und darum handle ganz praktisch nach dem, was du laut dem Wort Gottes erkannt hast. Wenn du eine Bibelstelle findest, dann unterordne dich dieser Bibelstelle mit aller Kraft. Versuch sie ganz praktisch in dein Leben zu integrieren. Und wenn Gott dir etwas aufträgt, wenn du spürst, der Geist Gottes redet zu dir und sagt, bete für deine Nachbarin oder schreib einen Brief an Person XY oder irgendwelche Dinge, dann tu es sofort. Sei nicht zickig und bockig, sondern tu das Gute, was Gott dir aufträgt, sofort. Ja, und das Vierte, was wir hier lesen, ist, dass wir den Frieden suchen sollen.
Jetzt denkst du, boah, wo kriege ich die Lupe her, mit der ich das Ding finde? Das suche ich schon mein ganzes Leben lang. Ja, der Frieden ist tatsächlich, wie auch die Freude, eigentlich eine Person. Friede, Freude, Liebe, all das ist Christus. Und in Christus hast du diese Dimension und diese Form von Frieden, die jenseits aller Vernunft ist und die sozusagen das übersteigt, was wir mit unserem Verstand produzieren könnten. Wir können ja auch schon so für einen gewissen Frieden sorgen zwischen Menschen zum Beispiel, von mir zu meinem Ehepartner. Da kann ich für einen Frieden sorgen, indem ich gewisse Dinge lasse, gewisse Dinge tue, ja, harmonisiere und so. Aber das ist nicht die Art von Frieden, von dem ich rede. Und ich rede von dem Frieden, der dich satt macht, der dir innen drin ein Fundament baut, auf dem du hochbauen kannst und der eben verhindert, dass jeder Wind, der so kommt mit Sorgen, Ängsten, Nöten, dass der dich umbläst, sondern du stehst stabil, du stehst fest. Und in Zeiten wie diesen scheint der Frieden ständig auf der Flucht zu sein. Ich meine, echt, schau dich um, wer hat Frieden in seinem Leben? Die Leute sind wie aufgekratzte Kaninchen, die ständig hin und her laufen, weil Tausende von Bussarde über ihnen fliegen. Aber du bist eben kein Kaninchen, du bist ein Adler. Also du fliegst über den Bussarden, über den Umständen. Wenn die Bussarden die Umstände sind, bist du drüber. Du musst dich nicht fürchten vor den kleinen Bussarden, die haben Angst vor dir. Du bist Jäger, nicht Beute, wenn du mit Christus unterwegs bist. Das habe ich immer und immer wieder erlebt. Dieser Frieden ist in Jesus Christus und im Heiligen Geist und nicht außerhalb. Du kannst ihn dir nicht verdienen, du kannst ihn nicht produzieren. Du kannst dich nur durch deinen Aufenthaltsort dafür qualifizieren. Und der Aufenthaltsort ist, in Christus zu sein. Das heißt, in seinem Willen zu bleiben, dich mit ihm zu umgeben, dich mit seinem Wort zu füllen, jeden Tag aufs Neue. Ist das nicht langweilig? Ja, manchmal fühlt es sich vielleicht so an, wenn du das Bibelbuch das 100. Mal liest. Aber dann merkst du, wow, du entdeckst gerade etwas, was du schon mal entdeckt hattest vor vielleicht 10 Jahren. Und auf einmal wirst du da frisch und neu und es hilft dir in der jetzigen Situation. Das ist die Bibel, ein lebendiges Buch. Die Bibel ist lebendiger und aktueller als die Tageszeitung von morgen, das sage ich dir. Die ist aktuell, die ist zeitgemäß. Wir sind oft nicht zeitgemäß, aber die Bibel ist es. Ja, ihn dort zu suchen bedeutet eben Zeit mit Gott zu verbringen. Das ist das, was wir schon ein paar Mal gesagt haben. Einer der Schlüssel dieses Pops ist es, verbringt Zeit mit Gott und zwar mehr. Ein wesentlicher Schlüssel, um im Frieden zu leben, ist zum einen selbst vor Gott Buße zu tun. Das ist ein altmodisches Wort, das meint, du gibst zu, dass du Mist gebaut hast und bittest Gott, dir das zu verzeihen. Und zum anderen auch jemand zu sein, der anderen schnell vergibt. Denn das ist ein Friedenskiller. Ja, wenn wir uns gestritten haben früher in unseren ersten Ehejahren, da gab es schon heftige Streits. Und da haben wir nicht sofort vergeben, weil wir haben das noch nicht verstanden. Wir waren sauer, wir sind eingeschlafen, jeder auf seiner Seite vom Bett und krummel, krummel, krummel. Und am nächsten Morgen war es nicht weg, es war schlimmer. Es war schlimmer, dann hat sie nicht mit mir geredet. Und ich bin weggefahren ohne ein Wort und war sauer. Da kam kein Frieden. Das war kein, das Gegenteil von Frieden. Das war Krieg. Okay? Und viele Menschen haben sich daran gewöhnt, an dieses Flair von Krieg im eigenen Haus. Zum Ehepartner, zu den Kindern, zu den Eltern. Ey, hör auf damit. Stopp das. Vergib. Ja, aber weiß nicht was. Doch, ich weiß nicht. Ich muss nicht wissen, was dir getan worden ist. Ich muss nur wissen, dass Vergebung der einzige Weg ist, da rauszukommen. Ja, aber das hat er nicht verdient. Stimmt. Und du auch nicht. Und ich auch nicht. Oh. Niemand hat Vergebung verdient, sonst würde es ja nicht Vergebung heißen. Ja. Vergebung ist unverdient. Du gibst es, du verschenkst es. Du verzichtest damit auf dein Recht, auf Rache, auf dich schlecht zu fühlen, auf das Opfer zu sein und was auch immer. Du lässt los und du nimmst dem anderen damit das Recht, dein Leben weiter zu kontrollieren, weil das passiert sonst. Du wirst nämlich immer wieder kontrolliert. Du siehst die Person krummel, krummel, oh, Hass, Hass, Wut, Wut. Ja, und dann, wenn du vergeben hast, vielleicht musst du es 100 Mal machen, bis die Gefühle danach kommen. Und dann siehst du die Person und denkst, naja, was du damals gemacht hast, war schon doof, war nicht in Ordnung, aber ist vorbei. Lass ich mich nicht länger von beeindrucken. Im Gegenteil, ich habe Frieden. Mir geht's gut. Ob der Person gut geht, ist die andere Sache. Wenn die nicht Buße getan hat, drüber leidet sie weiterhin unter den Folgen des Ganzen. So sieht's aus. Und fünftens, aber nicht last but not least, sagt der Engländer, das ist nicht weniger wichtig als die anderen vier, ist der letzte Punkt, jage dem Frieden nach. Vor ein paar Tagen war ich mit einer Freundin spazieren, sie mit ihren beiden Hunden, ich mit unseren beiden Hunden. Und auf dem Rückweg sahen wir am Bach ein Eichhörnchen. Und einer ihrer Hunde sah das Eichhörnchen auch. Und zack, das Eichhörnchen, schlau wie es ist, lief den Baum hoch. Das war eine köstliche Szene. Und die Hündin stand unten und
war fokussiert, war total, wann kommt das Vieh wieder darunter, und der Jagdinstinkt in dem Hund war geweckt. Alle anderen drei Hunde waren auch aktiver. Meine waren angeleint und ja, der andere konnte, war nicht so, der hat seine Freundin beobachtet, wie die den Baum beobachtete. So, was ist Jagen? Wir haben alle eine Vorstellung davon, vielleicht bist du kein Jäger und hast keinen Waffenschein, aber Jagen ist etwas, wo ich sehr aktiv bin, wo ich Opfer bringe. Da stehen Leute früh auf, gehen morgens im Dunkeln in den Wald und suchen das Wild, was sie schießen wollen. Und das heißt, Bequemlichkeitszone hat mit Jagen nichts zu tun. Und dem Frieden nach Jagen heißt, sei radikal, sei entschlossen. Vergebung, das ist etwas Aktives, das kommt dir nicht in den Schoß gefallen. Deine Gefühle sagen nie, oh, wir machen das heute mal, weil die Sonne so schön scheint. Nein, du musst es ganz aktiv, ganz gezielt angehen. Ein Recht auf Rache, diese Opfermentalität, wie Bernd sie beschrieben hat, aufgeben und all deine Sachen da, die du fordern könntest, vielleicht moralisch berechtigt, vielleicht auch nur eingebildet, je nachdem, an Gott abtreten. Und diese Jagd, die dauert so lange, wie du lebst. Vermutlich hast du an jedem Tag, wenn du nicht ganz isoliert zu Hause hockst, Gelegenheit zu vergeben, neue Dinge zu vergeben. Und es ist so lohnenswert. Und ich hörte die Tage eine Predigt von John Bevere, und er sagt, wenn wir beschließen, unversöhnlich zu sein und nicht zu vergeben, dann haben wir vergessen, wo wir herkommen und was uns alles vergeben wurde. Das ist so eine tiefe Wahrheit, hat mich so berührt. Und es ist ein Leben über den Umständen, wenn wir schnell vergeben. Du hast es neulich mit einem Wort benannt, wie hast du gesagt? Vergebungsfanatiker. Du hast über dich gesagt, ich will ein Vergebungsfanatiker sein. Yes. So ist für mich, wäre das jetzt ein Synonym zu Punkt 5. Jage dem Frieden mit anderen Menschen nach, so viel wie du irgendwie kannst aus deiner von deiner Seite aus, ist für mich gleichbedeutend mit, ja, ich will ein Vergebungsfanatiker sein. Ich will Versöhnung bringen, wo immer möglich ist, und von meiner Seite aus bereit sein. Ja. So, 5 plus 5 gleich? Sieg. Ich wollte jetzt auch 10 sagen. Reingelegt. 5 ja. plus 5 gleich Sieg. Und wenn du sagst, und das war jetzt viel, viel Input, das war heute viel Input, ja. Aber ich möchte damit jetzt gerne was machen. Ich möchte es mitnehmen. Ich möchte das Maximum davon mitnehmen. Da habe ich mir was überlegt. Ich habe eine Proklamation draus geschrieben. Die hänge ich auch nochmal in die Shownotes und in die Videobeschreibung rein. Die könnt ihr euch da, wenn ihr wollt, rauskopieren. Aber ich schlage euch jetzt vor, dass ihr die mit mir zusammen aussprecht. Dass wir diese Proklamation, heißt ja, ich spreche etwas aus, was ich will. Nicht, was ich vielleicht schon habe oder was ich schon bin, sondern das ist meine Richtung, eine Richtungsentscheidung. Wenn du sagst, das ist meine Richtungsentscheidung heute, dann sprich doch mit mir Folgendes, oder sprich mir Folgendes nach. Ich spreche es dir vor und du sprichst es nach. Vielleicht kannst du es nachsprechen. Du kannst das gut. Krieg ich hin. Okay. Ich begehre Leben und gute Tage. Ich begehre Leben und gute Tage. Wo ich über den Umständen lebe. Wo ich über den Umständen lebe. Darum entscheide ich mich für ein Leben in der Gottesfurcht. Darum entscheide ich mich für ein Leben in der Gottesfurcht. Ich behüte meine Zunge vor Bösem. Ich behüte meine Zunge vor Bösem. Und weiche vom Bösen. Und weiche vom Bösen. Ich tue Gutes. Ich tue Gutes. Suche den Frieden. Suche den Frieden. Und jage ihm nach. Und jage ihm nach. Als Ergebnis lebe ich ein Leben des Sieges. Als Ergebnis lebe ich ein Leben des Sieges. Wenn ich den Herrn suche, wenn ich den Herrn suche, antwortet er mir. Antwortet er mir. Und rettet mich aus allen meinen Ängsten. Und rettet mich aus allen meinen Ängsten. Weil ich auf ihn blicke. Weil ich auf ihn blicke. Werde ich strahlen. Werde ich strahlen. Und werde nicht beschämt. Und werde nicht beschämt. Ich rufe zu dem Herrn. Ich rufe zu dem Herrn. Und er rettet mich aus allen meinen Nöten. Und er rettet mich aus allen meinen Nöten. Der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn, Jesus selbst, ist immer in meiner Nähe. Ist immer in meiner Nähe. Und rettet mich. Und rettet mich. Ich erlebe ständig die Freundlichkeit und Güte Gottes. Ich erlebe ständig die Freundlichkeit und Güte Gottes. Weil ich mein Vertrauen auf ihn setze. Weil ich mein Vertrauen auf ihn setze. Weil ich Gott fürchte. Weil ich Gott fürchte. Habe ich keinen Mangel. Habe ich keinen Mangel. Ich muss nichts Gutes entbehren. Ich muss nichts Gutes entbehren. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen, so soll es sein. Hey, das war gut, deine 2x5. Die haben mir gefallen. Da freue ich mich. Ich hoffe, sie haben euch auch gefallen. Und wenn du diesen Pop gehört hast und sagst, boah, die reden von Gott, der Bibel, von Jesus, das ist alles irgendwie so fremd für mich. Und dann bist du vielleicht, wahrscheinlich bist du dann jemand, der noch nie ganz bewusst entschieden hat, Jesus Christus sein Leben zu schenken.
Wir alle hatten ein Riesenproblem mit Gott. Wir haben gesündigt, so nennt die Bibel das. Wir haben Dinge getan, die Gott falsch findet. Und wir haben versagt, wir haben gelogen, betrogen, unsere Eltern nicht geehrt, Dinge gedacht und getan, die nicht okay waren vor Gott. Und Gott macht es uns ganz einfach, diesen ganzen Schrott loszuwerden und Vergebung zu empfangen. Eben haben wir gesagt, wir wollten anderen Menschen vergeben. Jetzt geht es darum, dass du alles, gleichgültig wie groß, wie viel, was du getan hast, alles von Gott vergeben bekommen kannst. Und das kannst du bekommen, indem du ihn einfach darum bittest. Jemand sagte mal, Religion hängt ein Preisschild an das kostenlose Geschenk Gottes in Christus. Wir haben diese Rettung, diese Vergebung einfach geschenkt bekommen. Sie ist ein Angebot, das jedem Menschen zur Verfügung steht. Und wenn du jetzt mit mir nochmal ein Gebet betest und mir nachsprichst, wie du eben die Proklamation nachgesprochen hast und es von Herzen glaubst, was du sagst und dich für Gott entscheidest, dann fängt ein neues Leben für dich an, ein wunderbares Leben mit Gott. Möchtest du das? Bist du bereit? Dann lade ich dich ein. Und wenn du unsicher bist, mach's einfach. Probier's aus. Sieh es als Experiment. Du hast nichts zu verlieren. Mach Gott die Tür auf mit diesen Worten, die du sprichst. Okay. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und für meine Sünden und Fehler am Kreuz gestorben bist. Und für meine Sünden und Fehler am Kreuz gestorben bist. Darum bitte ich dich. Darum bitte ich dich. Vergib mir all meine Lebensschuld. Vergib mir all meine Lebensschuld. Ich entscheide mich. Ich entscheide mich. Dir, Jesus, nachzufolgen. Dir, Jesus, nachzufolgen. Von heute an. Von heute an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Und dann in Ewigkeit. Jesus. Jesus. Sei der Herr meines Lebens. Sei der Herr meines Lebens. Amen. Amen. Hey, herzlichen Glückwunsch, wenn du es bewusst mitgebetet hast. Super. Dann gratulieren wir dir. Es ist die beste Entscheidung ever. Und wenn du Unterstützung möchtest auf deinem Weg mit Gott, schreib uns gerne eine E-Mail. Schreib dem Bernd unter pastor@cclm.de. Wir wollen dir gerne helfen, dass du einen richtig guten Start hast mit Gott und auch weißt, hey, wie kann ich denn mein Leben mit Gott ganz proaktiv und gut gestalten? Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und auch von allen anderen, die jetzt hier das anschauen oder zuhören. Schreib doch mal einen Kommentar in Podcast oder in YouTube. Unter das Video würde ich mich sehr freuen, eine Rückmeldung zu bekommen. Oder wir freuen uns immer, wenn wir da was lesen. Und definitiv, ist cool. Ein bisschen, ja, geben und nehmen ist dann. Ja, lasst uns gerne ein Like da oder am besten gleich ein Abo und aktiviere die Glocke, dann wirst du informiert, sobald was Neues kommt. Und ein paar News haben wir noch für euch. Nämlich zum anderen, wenn du das jetzt hier hörst, Plan ist, dass wir es morgen veröffentlichen. Das heißt, Donnerstag kommt es raus, 16 Uhr. Und am Samstag ist unsere Glaubenskonferenz mit Toni und Cornelia Heule aus Neu-Ulm. Fantastische Lehrer und Leiter und Pastoren aus Neu-Ulm, aus der Rema-Bewegung, die also hier von Kenneth E. Hagin sehr beeinflusst wurden und starke Glaubensleute sind, die uns wirklich helfen, im Glauben weiter zu wachsen. So, sei dabei und melde dich noch an, wo es geht. Genau. Dann unser neues Must-Have-Book, Der Köder des Feindes, steht dir auch zur Verfügung und du kannst es anfordern, indem du ganz einfach auf unser Gemeindekonto 12,80 Euro überweist und ganz, ganz wichtig, deine Postadresse reinschreibst. Also Meierstraße 11 in Meiershausen oder so. Das muss da stehen, dann wissen wir, dass du es zugesandt bekommen möchtest. Ich bin kurz aufgestanden, weil der Monitor ist ausgegangen. Scheinbar ist die Batterie leer. Ich wollte wissen, ob es noch aufnimmt, aber scheinbar läuft die Aufnahme trotzdem noch. So, safe is safe. Ja, wo warst du? Bei dem Köder des Feindes gerade. Korrekt. Key Leaders Care. Für alle, die im Bereich Leiterschaft gerne sich entwickeln wollen, haben wir unser erstes Treffen dieser neuen Art am 19.04. um 19 Uhr im Christuszentrum Limburg, unten im kleinen Saal. Jeder ist willkommen, dabei zu sein. Du musst nicht mal Gemeindemitglied sein, aber wenn du sagst, ich möchte gerne Leiterschaft lernen, ich möchte mich da trainieren lassen, sei dabei, genieß die Zeit mit uns. So Zielrichtung ist so 10 Uhr, maximal 10.30 Uhr, ich glaube 10 Uhr haben wir gesagt. 10, also drei Stündchen, vielleicht auch 22 Uhr. Vielleicht auch ein bisschen wenig, genau. 19 Uhr geht's los.
Dann haben wir dieses Jahr die Glauben-zu-Hause-Reihe am Laufen im CZM. Das bedeutet, du hast ganz viele Seminare und Impulse für Familien, für ganz verschiedene Zielgruppen, also Kinder in verschiedenen Altersgruppen und deren Eltern. Informiert euch gerne online darüber. Und die nächsten drei, die wir haben, die verrate ich euch jetzt. Am 21. und 22.04. findet FKSUS statt. Was ist denn das? Freundschaft, Küssen, Sex und so. Oh. Das ist für 13- bis 19-jährige junge Menschen und ein Teil ist auch für die Eltern. So, wenn euch das interessiert, da im Bereich Freundschaft, Küssen, Sex und so sicher aufzuwachsen, zu wissen, was sagt die Bibel, wie kann ich da bewusst mein Leben gestalten, dann seid dabei. Es ist ein Game Changer für alle jungen Leute. Das mitgemacht zu haben, bewahrt sie vor so viel Unsinn, der sonst passiert und auch viel Schmerz und Herzleid, was kommt. Also wenn ihr Eltern seid und habt Kids in dem Alter, ey, lass die dahin. Ja. Du wirst es nicht bereuen, im Gegenteil. Lesen lernen ist eine aufregende Sache und für 6- bis 11-jährige Kinder im Grundschulalter also oder plus fünfte Klasse haben wir das Seminar Meine Bibel vorbereitet und das findet statt am 20. Mai. Sehr kreativ. Man bekommt eine Bibel, es wird gebastelt, es wird rund um die Bibel ganz viel wertvolles Input und Interessantes geben. So, wenn ihr Kinder in dem Alter habt, seid doch dabei. Und dann für 9- bis 14-Jährige und deren Eltern haben wir am 1.7. das Angebot des Seminars Meine Gemeinde. Gemeinde ist ganz wichtig, um als Christ stabil leben zu können. Die Bibel ist voll von Dingen, die wir miteinander tun sollen innerhalb der Gemeinde. Und ja, sie ist das, wovon Jesus gesagt hat, er wird sie bauen. Hi. Und ja, seid doch dabei. Ja, ihr findet Online-Anmeldemöglichkeiten in Kürze wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob schon alle drin sind, aber offline im Christuszentrum in unserem Prospektständer sind alle Seminarflyer bereits gedruckt und vorrätig. Könnt ihr euch bereits mitnehmen, euch informieren, euch anmelden. Und wir haben auch einige Seminare in diesem Jahr. Und unser Ziel ist ja, dieses Jahr, wir haben das Motto gewählt, dass wir dieses Jahr Land einnehmen. Neues Land, vielleicht aber auch Land wieder zurückgewinnen, was wir mal hatten. Wir glauben, dass Gott uns dabei hilft, für jeden Einzelnen auch sehr persönlich Land einzunehmen, was Gott für uns vorgesehen hat. Eine Möglichkeit dabei ist zum Beispiel unser Eheseminar. Wir haben ja auch Talk for Two, laden wir euch schon ein, euch das auch anzuschauen. Den letzten Teil war sehr, sehr hilfreich über Beziehungskiller, wie man diese eliminiert, ist seit 2-3 Wochen online. Und wir geben dort in einem Tagesseminar, auch glaube ich 10 bis 19 Uhr oder 18 Uhr, geben wir einiges von dem weiter, was wir gelernt haben und wo wir glauben, dass es euch sehr, sehr segnet. So, also eine fantastische Gelegenheit, mal nach Limburg zu kommen, gerade wenn du vielleicht einer bist oder eine bist, die das bisher immer aus der Ferne beobachtet, weil es zu weit ist. Aber warum nicht mal so ein Seminar oder so eine Konferenz dazu nutzen, mal ein Wochenende in Limburg zu verbringen? Ist eine fantastische Stadt, nehmt euch ein nettes Hotel, genießt denn die Abende und seid samstags im Seminar oder auf der Konferenz, sonntags im Gottesdienst und fahrt entspannt wieder nach Hause und habt eine coole Sache mitgenommen und habt mal unsere Gemeindefamilie gesehen, weil einige werden gerne öfters mal bei uns und das sind Gelegenheiten, die wir dafür auch empfehlen. Das zweite Seminar ist Selbstzeit- und Zielmanagement, das ist am 6. bis 7.10. E-Seminar war 16.09. September, also. So, Selbstzeit, Zielmanagement, ich komme ja aus dem Beruf ursprünglich, habe das ja jahrelang gemacht, Vertriebskommunikationstrainer und da gebe ich in dem Bereich einiges weiter, was dir sehr helfen kann, einfach deinen Alltag, auch deinen Beruf zu professionalisieren und dort gute Dinge einzuführen und auch Schwächen zu erkennen und dran zu gehen. Und schließlich haben wir noch unsere Begegnung mit Gott Wochenende. Das ist tatsächlich sogar noch einen Tag mehr, weil da geht es freitags schon los bis sonntags mittags in Cochem in Bingen. In Bingen am Rhein. Oder ist das Mosel? Rhein. Bingen. Ist ein Flussnehmer. Ich glaube, es ist der Rhein. Ich glaube, es ist der Rhein. Das ist doch so oft gewesen. Ich sage mal, Bingen am Rhein, aber wir können so leben, ob das wirklich so ist. Ich denke, es ist so. So, eine Jugendherberge dort, eine Zeit, die du nicht missen willst, wenn du noch nicht da warst, ey, melde dich an, sei dabei. Das Stärkste, was wir geistlich im Programm haben bei uns und wir machen das viele, viele Jahre schon. Jedes Jahr ein, manchmal zweimal. So, sei dabei, kannst dich schon anmelden, 3. bis 5. November in Bingen am Rhein. Ja. Und wir haben auch noch einen Pop online stehen, vor kurzem erst.
Genau. Das ist der Pop-Spezial. Yeah. Da gehen Bernd und ich einfach alle Jahrestermine so ein bisschen durch und erklären die Hintergründe der einzelnen Sachen. So, wenn du mitkriegen willst, was wir alles im Angebot haben, um dich stark zu machen im Glauben, um deine Lebensqualität zu verbessern, weil du Gott nachfolgst und einfach Dinge ergreifst, die dich aufbauen und Dinge eliminierst, die dich schwächen, dann sei dabei, guck dir das an, schreib dir auf und überleg und frag Gott, hey, wo sollte ich dabei sein? Und nimm mit, was du ja nutzen möchtest. Das wird ein Riesengewinn sein für dich. Unbedingt. Ja, und bei all dem, was du gerade um dich herum passiert, lass dir eine Sache nie aus deinen Augen. Gott ist schuld an allem Guten in deinem Leben. So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.